Rund 17.000 Polizeibeamtinnen und Beamte verrichten in der Schweiz ihren Dienst. Und die Arbeit geht ihnen dabei nicht aus. Im Gegenteil. Laut dem Verband schweizerischer Polizeibeamter stoßen immer mehr ihrer Mitglieder wegen zu hoher Arbeitsbelastung an ihre Grenzen. In Zürich und Genf haben Polizisten dieses Jahr deswegen bereits gestreikt. Der Verband forderte in Bern heute deshalb tausende neuer Stellen. Und er bekam dabei auch bundesrätliche Unterstützung. Die Justizministerin erweist den Polizeibeamten heute die Ehre mit Verständnis und offenem Ohr für deren Anliegen. Die Polizei leistet eine Unzahl an Überstunden. Schweizweit sind heute zu wenig Polizistinnen und Polizisten angestellt. Und deshalb fällt für jene, die im Dienst sind, zu viel Arbeit an. Darum fordern die Polizisten 3000 zusätzliche Stellen, denn die Polizei stehe vor neuen Herausforderungen. Immer mehr sportliche Großveranstaltungen, immer häufiger politische Kundgebungen und immer wieder neue Formen von internetorganisierten Massenversammlungen. Und Polizeiarbeit ist heute grenzüberschreitend, weltweit. Fahndungen mittels Datenbanken gehören genauso zur täglichen Arbeit wie Protokolle auflisten. Wir werden im tagtäglichen Dienst mit administrativen Aufgaben überhäuft. Wir werden für Sportveranstaltungen dermaßen integriert und absorbiert, dass wir eigentlich die ureigenste Arbeit zugunsten der Sicherheit der Bevölkerung nicht mehr wahrnehmen können. Entlastung könnte das Delegieren von Polizeikompetenzen an private Sicherheitsfirmen bringen. Doch das schließen sowohl der Polizistenverband als auch die kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren kategorisch aus. Private können keine Zwangsmaßnahmen durchführen oder hoheitliche Maßnahmen durchführen. Ein Privater hat nicht mehr Rechte als jeder Mensch in der Gesellschaft auch. Es ist wichtig, dass die Polizeihoheit, das Gewaltmonopol beim Staat bleibt. Gefragt sind nun die Kantone. Sicherheit ist ihre Kompetenz. Sie müssen entscheiden, ob und wie viele neue Polizisten das Land braucht.